Ja, was gibt Schöneres, Sonntagmorgen als gemeinsam zu meditieren? Das machen wir natürlich auch gleich. Heute geht es ja keine große Überraschung um die fünfte Daseinsgruppe, das Bewusstsein. Das ist eigentlich eine der zugänglichsten Khandhas zum Praktizieren. Und vielleicht dadurch auch besonders einsichtsreich möglicherweise. Wir haben dann heute noch, so wie gestern, um 9 und um 4 eine stille Meditation und am Abend dann noch einmal eine, ja, laute auch nicht, aber eine gesprochene und dann auch einen Austausch. Lasst uns wieder damit beginnen, für eine grundsätzlich wohlwollende und friedliche Haltung zu sorgen. Nehme mich an, will, dass es mir gut geht.
Metta stärkt unser ganzes System. Ist uns aufgeschlossen und freundlich auf den gegenwärtigen Moment zugehen. Kann uns vielleicht auch dabei helfen, die Merkmale des Daseins uns durch Einsicht bewusst werden, nicht persönlich zu nehmen, so dass unsere Schuld wäre, dass all das hier unbeständig und bedingt entstanden ist. Wenn wir die Dinge sehen, wie sie wirklich sind, dann tun wir das ohne ein Selbst dafür verantwortlich zu machen oder zu verurteilen. Unser Ego da aus dem Weg räumen, ist der Blick auf die Wirklichkeit umso klarer. Wir wollen unsere Aufmerksamkeit, Bewusstsein richten, Sinneserleben, wie man das vielleicht etwas weniger hochtrabend übersetzen könnte. Ist eigentlich so einfach. Unsere Sinnesorgane besitzen die Kapazität, diesen Spezialeffekt herzustellen, dass tatsächlich Erleben stattfindet, Auge und optischer Reiz zusammenkommt, Ohr und Hörreiz und so weiter, entsteht Augenerleben, Ohrenerleben, Körpererleben, Denkorgan erleben. Was könnte so offensichtlich sein wie das? Trotzdem haben diese einzelnen Sinnesbewusstseine die Tendenz, ineinander zu zerfließen und zu einem den Eindruck eines Gesamtbewusstseins zu werden, das immer da ist, immer gleich bleibt. Genau diese
Fehleinschätzung gilt es jetzt zu korrigieren, indem wir diesem Phänomen Sinnesbewusstsein versuchen, immer wieder zu folgen, immer wieder in seinem Entstehen, Verändern zu beobachten. Wenn wir genau genug hinsehen, wird deutlich, dass der Fokus der Aufmerksamkeit immer eines dieser Sinnesfelder priorisiert, weil es ist das Hörerleben, dann das, oder das Ohrenerleben, dann das Körpererleben, dann das Organ erleben. Unsere Meditationsaufgabe wäre es, diesem Hin und Her zwischen den Sinnen zu folgen, solch leichter fällt es auch zu benennen. Sich so einmal in dieses Thema Sinnesbewusstsein erleben als Daseinsfacette hineinzufinden.
nur das Bewusstsein so immer wieder an seinem Ursprung zu sehen bekommen, der Quelle der Sinnesorgane, kann uns zum einen klar werden, dass auch dieses Phänomen, Bewusstsein, kein anderes für das Entstehen eines Selbstbildes verantwortlich ist, von Bedingungen abhängt, die wir eigentlich ganz eindeutig nicht als selbst sehen würden. Sinnesorgan wie ein Augapfel und eine Lichtwelle als auslösender Reiz. Abhängig von Materie, Bewusstsein. Dadurch auch unweigerlich denselben Naturgesetzen unterworfen, die Elemente, die sich in unserem Erleben als ständiger Veränderungsprozess offenbaren. Hin und her verschiedene Sinnesbewusstseine können wir ganz deutlich erkennen, dass auch hier die Nichtbeständigkeit allumfassend präsent ist. Da nur gleichmütig und mutig dranbleiben, Moment für Moment Bewusstsein kennen, ist sozusagen zur Rede zu stellen, so auch nicht von Blendgranaten des Egos aus der Ruhe bringen lassen. Können wir vielleicht diesen großen Zauberer Bewusstsein, der uns ein stabiles Ich vorzaubert, entmachten, ihm hinter die Zaubererfassade schauen. Wenn das Bewusstsein auch eines dieser
bedingt entstandenen, unbeständigen Phänomene ist. Denn Loslassen uns wesentlich mehr Zufriedenheit und Freiheit bringt, als jeder Versuch der Stabilisierung.